Hallo liebe Freunde, in diesem Video wird beschrieben, wie man eine Festplatte oder ein USB-Laufwerk mit einem RAW-Dateisystem wiederherstellt. Berücksichtigen Sie die Situationen, in denen sich Daten auf einer solchen Festplatte befinden und Sie diese speichern müssen. Oder wenn wichtige Daten auf einer Festplatte oder einem Flash-Laufwerk fehlen und die Formatierung kein Problem darstellt. Liebe Freunde, wenn Sie gelöschte Daten wiederherstellen wollen, verwenden Sie die Programme der Firma Hetman Software. Folgen Sie dem Link aus der Beschreibung, laden Sie das Programm kostenlos herunter und installieren Sie es. Führen Sie dann die Festplattenanalyse durch. Nach der Analyse zeigt das Dienstprogramm die für die Wiederherstellung verfügbaren Dateien an und Sie können sie rückgängig machen. Unser Blog bietet kurze Tutorials zur Lösung von Problemen, die Windows-Benutzer haben. Auf unserem Kanal und im Blog finden Sie eine Lösung für jedes Problem. Beginnend mit der Installation des Systems bis zur Remote-Verwaltung und Verbinden mobiler Geräte. Unsere Experten beantworten gerne Ihre Fragen in den Kommentaren zu Videos und Artikeln. Wenn der Datenträger das RAW-Format bekommen hat, zeigt Windows es unter anderen Abschnitten an. Wenn Sie jedoch versuchen, den Computer zu öffnen, wird ein Fehler gezeigt und angeboten, ihn zu formatieren, oder es wird gemeldet, dass das Dateisystem des Volumens nicht erkannt wird. Wenn Sie in diesem Fall das in Windows integrierte Datenträgerverwaltungsprogramm ausführen, wird das Dateisystem eines solchen Datenträgers als RAW bezeichnet. Als solches RAW-Dateisystem existiert nicht. Wenn der Datenträger eine solche Formatierung erhält, kann Windows den Typ seines Dateisystems, zum Beispiel NTFS, FAT oder FAT32, nicht ermitteln. Dies geschieht bei neuen oder fehlerhaften Festplatten und bei Arbeitsdateiträgern häufig aufgrund von Systemfehlern unsachgemäßem Herunterfahren des Computers oder Stromversorgungsprobleme. Wenn jedoch das Volumen mit dem Betriebssystem beschädigt ist, wird Windows nicht gestartet und wenn der Computer gestartet wird, werden die Warnungen Neustart und Auswahl des richtigen Startgeräts oder Betriebssystems nicht gefunden angezeigt. Beginnen wir mit einer Nicht-Systemfestplatte oder einem USB-Laufwerk. Wenn das RAW-Format einer Festplatte, Partition oder ein USB-Laufwerk auf einem sich keine wichtigen oder wertvollen Daten und Dateien befanden bekommen hat und deren Kopie dem Benutzer zur Verfügung steht oder die dort gespeicherten Daten keinen Wert enthalten, können Sie die Funktionsfähigkeit der RAW-Festplatte oder des USB-Laufwerks durch einfaches Formatieren wiederherstellen. Dies kann auf eine bequeme Art und Weise gemacht werden. Durchs Klicken auf die Schaltfläche Laufwerk formatieren, beim Öffnen eines RAW-Laufwerks durch Klicken mit der rechten Maustaste und Auswählen von Formatieren oder mit Hilfe des Werkzeugs für Datenträgersteuerung. In diesem Fall werden alle Daten einer solchen Festplatte gelöscht, ihre Leistung wird jedoch wiederhergestellt. Wenn Windows das Formatieren des Datenträgers beim Öffnen nicht anbietet und Sie ihn nicht auf andere Weise formatieren können, können Sie ihn wiederherstellen, ohne Dateien mit dem Befehl Clean und dem Werkzeug Diskpack zu speichern. Ich werde auf diese Methode nicht näher eingehen, da wir dies bereits in einem anderen Video ausführlich beschrieben haben. Sehen Sie es auf dem Link in der Beschreibung. Wenn Sie noch dem Anschließen einer neuen Festplatte Probleme haben oder diese nicht im Ordner dieser Computer angezeigt wird, finden Sie in einem anderen Video unseres Kanals Möglichkeiten zur Lösung dieses Problems. Der Link ist in der Beschreibung. Es ist viel unangenehmer, wenn die zu RAW gewordene Festplatte wichtige Daten enthält und nicht nur formatiert, sondern die Partition mit diesen Daten zurückgegeben werden muss. Formatieren Sie in diesem Fall die RAW-Festplatte nicht, da dadurch alle darauf befindlichen Daten gelöscht werden.
Führen Sie die folgenden Schritte aus, um Ihre Dateien wiederzugeben. Rufen Sie die Eingabeaufforderung als Administrator auf und geben Sie den Befehl CHKDSK Letter Need Disk ein. F. Nach der Überprüfung stellt der Computer die fehlerhaften Sektoren und das NTFS-Dateisystem auf dem fehlerhaften Volumen wieder her. Beachten Sie, diese Methode ist effektiv, wenn das USB-Laufwerk oder die Festplatte in NTFS formatiert wurde. Gehen wir zu unserer Festplatte. Wie Sie sehen können, funktioniert alles und alle Dateien, die vor dem Fehler darauf waren, sind ebenfalls vorhanden. Wenn das RAW-Dateisystem früher fad war, tritt bei der Ausführung des Befehls CHKDSK ein solcher Fehler auf. Was passiert, wenn der Befehl CHKDSK aus irgendeinem Grund nicht funktioniert hat oder das RAW-Dateisystem als fad früher verwendet wurde? Trotzdem ist es immer noch möglich, Ihre Dateien von dieser Festplatte wiederherzustellen. Schließlich werden sie im Großen und Ganzen nicht gelöscht. Es ist nur ein Fehler oder ein Dateisystemfehler. Wie kann man das machen? Wir haben eine RAW-Festplatte und der Zugriff auf Ihre Daten fällt. Um sie wiederherzustellen, starten Sie Hetman Partition Recovery. Der Link zu der Seite, von der Sie das Programm herunterladen können, befindet sich in der Beschreibung. Wählen Sie eine Festplatte, die RAW-Format hat. Klicken Sie darauf und wählen Sie den Analysentyp Vollständige Analyse. Nach dem Abschluss der Analyse erkennt das Programm alle Berichte der Festplatte und zeigt sie an. Klicken Sie auf die gewünschte Datei und die darauf gespeicherten Dateien werden im rechten Fenster angezeigt. Wenn sich viele Dateien auf der RAW-Festplatte befanden und Sie eine bestimmte finden und wiederherstellen müssen, klicken Sie auf den Ordner Tiefe Analyse. Indem die erkannten Dateien in Ordnern nach Format sortiert sind. Zeigen Sie die Dateien auf Wunsch im Vorschaufenster an. Übertragen Sie zum Wiederherstellen die erforderlichen Dateien in das Fenster Wiederherstellungsliste und klicken Sie auf Wiederherstellen. Wählen Sie die Speichermethode und geben Sie den Plan an. Wiederherstellen. Dateien wurden wiederhergestellt. Wenn Sie eine solche Festplatte bereits formatiert haben und erst dann feststellen, dass die von Ihnen benötigten Daten verloren gehen, können Sie sie mit Hilfe von der beschriebenen Methoden mit Hetman Partition Recovery wiederherstellen. Was muss man dann tun, wenn die Systemfestplatte des Computers beschädigt ist und Windows nicht drauf startet? Es gibt hier zwei Möglichkeiten. Möglichkeit 1. Ziehen Sie die Festplatte aus dem Computer raus und schließen Sie sie an einen anderen Computer an. Dann können Sie auf einem anderen Computer alles wieder auf einem Nicht-System-Datenträger tun. Korrigieren Sie ihn mit dem Befehl CHKDSK oder stellen Sie die Daten von ihm wieder her, wie ich bereits in diesem Video gezeigt habe. Die zweite Variante ist geeignet, wenn kein zweiter Computer vorhanden ist oder wenn unter Windows eine Installationsdiskette mit derselben Bitanzahl vorhanden ist. In diesem Fall starten Sie Ihren Computer von einem bootfähigen USB-Stick oder einer Diskette. In unserem anderen Video erfahren Sie, wie Sie ein bootfähiges USB-Stick oder eine bootfähige Festplatte erstellen können. Der Link ist in der Beschreibung. Installationsassistenten Windows System wiederherstellen anstelle von installieren. Die Windows-Wiederherstellungsumgebung wird geöffnet.
Navigieren Sie zur Suche, Fehlerbehebung, Befehlszeile. Führen Sie dann CHKDSK ein, Buchstabe vom Laufwerk F. In der Wiederherstellungsumgebung können sich die Partitionsbuchstaben von den Namen der logischen Laufwerke unterscheiden. Um sich nicht zu täuschen, öffnen Sie die in der Befehlszeile die Liste der Computerabschnitte. Geben Sie dazu Diskpart List Volume ein. Die Liste zeigt, welches ist das Systemlaufwerk. Das ist alles für heute. Bitte Daumen hoch. Subskribieren Sie unseren Kanal, wenn Sie mit diesem Video die RAW-Festplatte reparieren oder Daten von ihr wiederherstellen können. Stellen Sie die Fragen in den Kommentaren. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Tschüss.